In diesem Video zeigen wir euch heute sehr, sehr starke Sniping-Filter. Die Voraussetzung dazu ist, neben einer Konsole auf jeden Fall auf Footbin. Entweder auf dem Handy, noch besser auf dem Laptop. Zusätzlich wäre es gut, wenn ihr ein Budget von mindestens 20.000 Münzen oder sogar besser noch 50.000 Münzen habt. So, wie funktioniert jetzt die Methode? Viele Spieler verkaufen ihre Karten nach Footbin-Preisen. Wenn dort beispielsweise eine Karte für 12.000 Münzen steht, stellen die Spieler die Karte dann einfach entweder für 12.000 Münzen rein oder für noch weniger, dass sich die Karte schnell verkauft. Was aber wichtig zu sehen ist, dass nun der erste Preis bei Footbin so niedrig ist, wie du hier am Beispiel von Zakaria siehst. Die anderen 4 bis 5 Preise sind deutlich höher. So, wie findest du solche Karten? Solche Karten findest du auf Footbin unter dem Market. Und zwar dann unter Index Special oder Index UCL Live oder Index Wants to Watch. Hier suchst du dann bei Top-Down-Karten nach Spielern, die möglichst etwas spielbar sind, was aber nicht ganz so wichtig sind und bei denen die anderen 5 angezeigten Preise auch Differenz haben, wie in unserem Beispiel hier Zakaria. Bevor du jetzt aber mit dem Snipen anfängst, schaust du, für wie viel die Karte weggeht. Wie du siehst, geht Zakaria hier für 12.750 Münzen schnell weg. Wenn du jetzt die EA-Steuer abziehst, also die 5%, die du beim Verkauf an EA zahlst, weißt du, für wie viel du die Karte höchstens kaufen darfst, um noch Gewinn zu machen. Im Hintergrund siehst du jetzt, wie wir Zakaria in der Web-App ersniped haben. Generell geht Snipen in der Web-App einfach besser, da das Menü auf der Konsole bei uns zumindest immer etwas laggt. Wir haben Zakaria in 2 Minuten 3-mal bekommen, was ein Gewinn von ca. 1800 Münzen in diesem Falle entspricht in 2 Minuten. Wie du siehst, haben wir die Karten auch recht schnell für 12.750 Münzen verkauft. Allgemein geht diese Methode je nach Budget, Uhrzeit und Situation, aber auch natürlich mit vielen anderen Karten. Im Hintergrund siehst du unter anderem Teixeira, Malen oder auch Sancho und zum Beispiel auch hier diese Navas. Wenn die Karten nicht so oft vorhanden sind, werden sie aber auch natürlich seltener verkauft. Das sollte logisch sein. Wenn du aber eine Karte hast, mit der du gerade am Snipen bist, solltest du nach ca. 10 Minuten wieder erneut auf Footbin gucken, da Footbin dort die Preise aktualisiert und so die Differenz ausgeglichen wird. Das war soweit die Methode. Wenn du noch Fragen hast, stell sie sehr, sehr gerne in den Kommentare. Wer mehr Trading-Tipps sehen will, dann gerne auch meinen Kanal abchecken, Lamy. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und tschüss.